Vielleicht baut die ja den Kopf noch so Nussred-Style. Es passieren sehr wilde Dinge in diesem Video und deswegen wollte ich euch die Reaction darauf auch nicht vorenthalten. Wir gucken einfach mal rein und wir lassen uns mal überraschen, was da so alles passiert. Übersetzt heißt das Ganze übrigens, wo man die beste Shisha rauchen kann. 6. Folge. Schauen wir uns doch mal an, wo man die beste Shisha rauchen kann. Was wir auch noch probieren können, ist vielleicht hier die automatisch übersetzten Untertitel anzumachen. Das ist die Shisha-Bar, wo die Jungs wohl hinwollen. Nicht die coolste Lage, aber Design von außen schon mal cool. Oh doch, da mit dem Park ist eigentlich ganz cool. Pfeifen erkennt man schon mal nicht, was das ist. Also das ist... Ja, nee. Sieht man schon mal nicht. Aber designmäßig schon mal cool. Ne, ist halt mehr Restaurant-Style natürlich. Der hat ja auch irgendwas von Speisekarte erzählt. Also wird man da bestimmt auch essen können. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Okay, ist wohl getrenntmäßig innen außen. Aber ey, designmäßig schon ein cooler Laden. Kann man nichts sagen. Ja, da geht's nämlich schon langsam los. Lässt dich reiten nicht gern. Danke für diese Untertitel, Digga. So, und jetzt geht's nämlich los. Und den Part habe ich gesehen. Die hat hier also den Shisha-Tabak auf diese Steinplatte gepackt und nimmt da jetzt ihre zwei Häcksler. Finde Restaurant Shisha aber zusammen nicht gut. Digga, ich würde mir wünschen, das wäre überall so. Das wäre einfach, Digga, das wäre einfach perfekt für mich, Junge. Das wäre fucking perfekt. Ich liebe das in Dubai. Erst richtig geiles Zeug essen und dann direkt die Pfeife hinterher, ohne Location-Wechsel. So. Why? Also die Pfeife auch anders wildes Design, aber halt vor allem, was macht die da mit dem Tabak? Das ist auch, also weißt du? Die haben sogar ihre eigenen HMDs hier und anscheinend auch irgendwelche Triangle-Köpfe. Aber wie lange will die Frau noch diesen Tabak bearbeiten, Digga? Wie lange? Die zwei ersten Hackbeile haben nicht gereicht. Wir brauchen noch der dritte. Wichtig. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Er hat es auch gesagt, Nusret. Die machen einfach Shisha auf Nusret angelehnt. Machen die einfach. Digga, wenn ich da neben dran sitzen würde, wäre ich so, kannst du hinne machen, ich will auch heute irgendwann noch rauchen oder hast du bald so viel gehackt, dass das Zeug weg ist. Vielleicht baut die ja den Kopf noch so Nusret-Style. So, jetzt drückt ihr das, aber Freunde, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, es wird noch besser. Es wird noch besser. Why? Why, Digga? Also, was ist denn der Sinn? Also, was soll das denn bringen? So, kannst du aufhören, meinen Tabak zu verbrauchen, bevor ich angefangen habe, den zu rauchen, Digga? Hä? Verstehe ich nicht. So, ja, wie lange willst du meinen Tabak abfackeln? Und natürlich nochmal hacken. Noch mehr Flamme, noch mehr Hacken, noch mehr Flamme, noch mehr Hacken, noch mehr Flamme, mehr Hacken. Du musst doch Flamme, Hacken, Flamme, Hacken, was? So, es ist ja eine schöne Show, aber was zum Teufel soll der Grund dafür sein? Was soll das denn bringen? Und wie viele Köpfe hast du heute in deiner 8-Stunden-Schicht gebaut? 4, perfekt. Es macht einfach von A bis Z keinen Sinn. So, cool. Danke fürs Verbrauchen von den ersten 20% von meinem Tabak, Digga. Und der Kopfbau ist halt bis jetzt auch eher, weiß ich nicht. Der einfach noch mal so zweimal mit dem Schwamm rein, Junge. Ah, müssen wir noch ein bisschen andrücken hier. Komm mal neu hier nochmal rein da. Ja, 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 ja. Muss so. Rauchentwicklung ist jetzt auch eher so, naja, weiß ich nicht, ne? HMD und Kopf sind von Shisha-Bugs, by the way. Ja, also dass der HMD eigentlich von Shisha-Bugs ist, weiß ich, aber der war auf jeden Fall Hookah gebrandet. Ich weiß nicht, ob die den nachgemacht haben, ob die Shisha-Bugs-Kooperation haben oder so, weiß ich nicht, aber...
Ja, die Pfeife ist halt so, weiß ich nicht, ist ganz fancy, dass die hier so Pfeifen haben, ja. Und mit Funnel HMD ist auch schon mal cool. Also wird wahrscheinlich nicht die schlechteste Pfeife sein. Ich würde mich da aber auch eher bei so einem Adana- und Pommes-Teller sehen, muss ich sagen. Aber also immerhin ist ja Funnel HMD und die Pfeifen sind ganz fancy für so eine Special Bar, sage ich mal. Aber diese Zubereitung, also ja, die Übersetzung hier, schlechter Rauchbrüt Kaffee von der Seite, ist natürlich für den Arsch. Aber beim Rest, ich weiß ja nicht, Digga. Aber egal, ich wollte es euch mal zeigen. Hat mir jemand geschickt, fand ich wild. Was er sagt, der Geschmack ist okay, aber schmeckt nicht wie frischer Tabak. Also nicht fürs entspannte Chillen geeignet. Perfekt, Digga. Sehr gut.